Ihr wunderschöner alter Gepäckträger. Den habe ich mir ersteigert. Ja, der ist von der Wanderfahrrad von 1929. Ja, der sieht so richtig schön räudig aus. Und den werde ich mal gucken. Den im Prinzip hier hinten drauf. Ja, den hinten drauf. Und der wird hier im Rahmen verspannt. Ja, da kann ich auch noch was dran schweißen, dass das stabiler wird. Und dann nicht unten an der Achse festmachen, sondern ich werde das irgendwie hier so, schweiße ich mir hier was an und mache hier eine Verschraubung dran. Da sieht das schon eine ganze Nummer cooler aus. Und ich brauche unten nicht an der Achse dauernd hier das rumbasteln hier mit diesen komischen, dass ich das laufend abmachen muss. Ja, und der alte Gepäckträger, der drauf ist, der kann an das Fahrrad, an das andere ran, wo ich den Rahmen, den 50er Jahre Rahmen habe. Und da ist es auch schon wieder perfekt. Es geht vorwärts. Ja. Es nimmt langsam Farbe an. Ja, muss im Prinzip bloß noch, wenn der Tank kommt, dann geht's los. Dann kann man eine Runde drehen. Ja, Pedalen müssen noch geschweißt werden. Und einen Auspuff muss ich mir noch was einfallen lassen. Und dann ist es soweit. Dann könnte man mal eine Runde drehen.